Ich bin Sarah Nuru und gehe auf Entdeckungsreise in Mexiko. Ich habe keine Ahnung, was ich bestellt habe, aber es sieht verdammt gut aus. Wie leben Menschen anderswo? Was bewegt sie? Und was können wir von ihnen lernen? Ich fahre an einen Ort, in dem Menschen mit dem sogenannten dritten Geschlecht voll akzeptiert sein sollen. Hier mag man uns, weil wir fröhlich sind, arbeitsam und fleißig. Jeden Morgen steht für Estrella, die früher Mariano hieß, erstmal Gartenpflege an, zusammen mit Mama Maria. Ich habe gelesen, dass die meisten Muschis noch zu Hause wohnen und dort mithelfen. In welchem Alter hast du gemerkt, dass du besonders bist? Das war, als ich mitbekommen habe, dass andere Personen über mich hinter vorgehaltener Hand gesprochen haben. Als auf einmal auf mich gezeigt wurde oder zu meiner Mutter gesagt wurde, oh, du hast eine kleine Musche. Da fängst du an, darüber nachzudenken. Und dann wurde mir klar, ich bin gemeint. Mit 10 zog sie das erste Mal heimlich Kleider ihrer Mutter an. Wie war das für deine Mutter? Ich glaube, meine Mutter hat immer schon von meiner Geburt an gewusst, dass ich anders war. Ich habe es akzeptiert. Sie ist ein Kind von mir, wie die anderen auch. Über ihre Kindheit hat Estrella bisher kaum öffentlich gesprochen. Dies scheint alles andere als glücklich gewesen zu sein. So ganz selbstverständlich ist es wohl dann doch nicht mit der Akzeptanz der Muschis. Man wächst auf und die Leute fangen an, dich anzustarren, weil du anders bist. Sie wollen nicht mehr mit dir reden, weil du Musche bist. Die Kinder wollen nicht mehr mit dir spielen. Und dann kursierte in der Schule auf einmal das Wort AIDS. Sie haben Angst vor dir. Und dann fangen sie an, dich zu meiden, dich nicht zu berühren. So zerfällst du innerlich. Das war fatal. Die anderen Kinder haben mich mit Steinen beworfen, wenn ich aus der Schule kam. Sie haben auf mich gewartet und mich mit Steinen beworfen. Haben mir fast den Kopf eingeschlagen. Als ich dann größer wurde und weil mein Vater mich nie richtig gemocht hatte, da habe ich mir Zuneigung von einem anderen Mann gesucht, der nett zu seinen Kindern war. Ich habe gesehen, wie liebevoll er war. Ich hatte schließlich nie sowas erfahren. Keinen Kuss, nichts. Und ich dachte, er ist auch so freundlich zu mir. Aber er wollte nur meine Nähe, um mich zu missbrauchen. Bis dahin wusste ich nicht, was eine Vergewaltigung ist. Jetzt weiß ich es. Aber ich wusste auch, wenn ich was davon erzählen würde, würde mein Vater mich noch schlimmer behandeln. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich mich entschieden, mich voll in die Arbeit zu stürzen und einfach nur zu vergessen, was passiert ist. Einfach weiterzumachen, als sei nie etwas geschehen. Arbeit ist auch heute ihre Ablenkung. 2 Tanzschüler sind da. Man hat richtig im Gespräch gemerkt, wie zerrissen sie war, weil sie die starke Frau ist und das auch präsentieren möchte, aber innerlich total viel Leid erfahren musste und gebrochen ist. Und es auch natürlich
etwas Verletzliches ist, sich so zu offenbaren. Und im Gespräch habe ich gemerkt, wie sehr sie mit sich selbst gerungen hat, um nicht in Tränen auszubrechen. Und ich habe so einen Respekt vor ihr und vor allem für die Frau, die sie heute ist.